Hey Leute und damit willkommen zu bis zur spannendsten Folge im Clash of Clans Pay-to-Win-Accounts. Denn heute ist, ja, die wahrscheinlich teuerste Folge bisher, wie eigentlich jede Folge. Es wird immer teurer, denn wir gehen heute Rathaus 10. Ihr habt alle drauf gewartet, 170.000 Gems haben wir. Ich weiß noch nicht, welche neuen Gebäude oder Truppen wir kriegen werden. Wir werden heute auf jeden Fall schon mal alle neuen Gebäude freischalten. Ich bin absolut gespannt, es wird sehr teuer werden. Und ich würde sagen, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt natürlich beim Projekt, gerne Creator-Code Jonas im Shop eintragen. Und wir brauchen erstmal Gold. Haben wir aber, Sekunde. Nee, wir machen einfach einen Angriff. Komm. 300.000 Gold brauchen wir gerade erstmal. Und dann können wir mich direkt gerade aus 10 gehen und alles upgraden. Komm, direkt, let's go. An der letzten Folge, wer es nicht mitbekommen hat, hatten wir bei YouTube, ne, hier, hatten wir mal Bahnkönig mit dem Packer-Skin und die Queen Level 30 direkt. Die werden wir auch direkt nutzen können. Dann lass einfach wieder Only Hawks machen. Das ist eh mein Lieblingsangriff. Zack, Gem. Und einmal Heal-Zauber. Ist immer das Beste. So, ein Frost dann noch rein einfach. Frost ist besser. Wir sollten nur bitte keine 3 Sterne holen, weil ansonsten kriegen wir einen Sternebonus. Nicht mal 4. Den kriegen wir sonst mal 4. So, auf geht's. Einen Angriff gewinnen und dann können wir direkt das Rathaus hochgehen. Wird theoretisch reichen, aber ich will auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob ich den kriege. Wir haben unseren Gegner gefunden. Sehr geil. Ich hoffe, den schaffen wir jetzt auch. Wir brauchen auf jeden Fall gleich mal einen fetten Frost irgendwo. Hier vielleicht. Frost treffen wir? Sehr gut. Treffen wir das, genau. Frost vor allem dafür nutzen, wenn halt Flächenschaden am... Was? Da unten hat der... Wieso hat der überlebt? Heal. Ja, dann schaffen wir das auch. Wir hätten eigentlich den Barbarenkönig tanken lassen sollen dafür, weil es zu spät. Hier wieder Eiskönig und Packer sind so fett, Alter. Ich weiß es nicht. Der Ingame-Sound ist zu laut. Ja, Leute, müsst ihr sagen. Ich hab total vergessen, der Sound war die ganze Zeit zu laut. Oh mein Gott, sorry auch an die Zuschauer vom Video. Es sind ja wahrscheinlich jetzt die Ohren rausgeflogen die ganze Zeit. Ich hab's vergessen, leiser zu machen. Es tut es echt weh, was wir jetzt machen werden. Aber müssen wir, weil wir den Sternebonus nicht kriegen wollen. So, wir warten nämlich jetzt. Wir haben jetzt eigentlich den kompletten Loot einmal mitgenommen. Und jetzt müssen wir halt auf Stopp drücken, auch wenn es weh tut. So, zack. Lass uns den Sternebonus noch absichern, den dreifachen. Wir haben jetzt genau jetzt 4 von 5 Sternen, dann kriegen wir noch einen vierfachen Sternebonus. Okay, es ist soweit, wir haben das Gold. Wir kommen zum nächsten Rathaus und zu den neuen Gebäuden. Auf geht's, Leute. 3,2 Millionen, wir sehen hier schon, was uns alles erwartet. Let's go. Und ich würde sagen, ihr wisst es, was wir jetzt machen. Wir jammen das Rathaus auf. Rathaus 10. Es wird immer teurer. Ich bin mal gespannt. Ich meine, es stecken jetzt schon 2.500 in dem Projekt drin. Wir kriegen jetzt erstmal wieder ein Fünffach, also plus 5 für die Helden. Wir kriegen, also Laborlevel automatisch. Das heißt, das Labor müssen wir auch gleich upgraden. Ressourcenproduktion verdoppelt und natürlich einen Sternebonus. Die müssen wir auch gleich ausnutzen. Das heißt, was wir auch direkt mal machen können, was so smart ist, wir jammen mal hier kurz auf Jam, so zack. Und wir machen direkt nämlich als allererstes Labor hoch. Weil damit werden die jetzt automatisch auf maximales Level geboostet. Und wir haben die ganzen Truppen jetzt so richtig krass hoch. Müssen wir gleich direkt mal testen im ersten Angriff. Haben wir ein Angebot, natürlich. Da haben wir es, oh mein Gott, let's go. Leider keine Ressourcen, aber schon mal Level 2 Inferno-Turm. Buch des Bauens und Buch der Helden. Wenn ihr mich supporten wollt, gerne mit Creator-Code Jonas im Shop. Let's go. Sehr geil, wir kriegen erstmal einen Inferno-Turm. Level 10, finde ich geil. Und wir kriegen noch direkt einen X-Bogen. Level... Dritter X-Bogen schon, Level 1. Auch crazy. Wir müssen erstmal das Dorf ein Stück moven. Es wird nämlich irgendwie... Wir haben wieder keinen Platz gerade. Kann ich bitte einmal bewegen? So. Ich weiß, sieht jetzt echt dumm aus. Wir müssen das Dorf jetzt ein bisschen in die Ecke schieben. Wir haben nämlich keinen Platz. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein neues Layout in der heutigen Folge. Das ist eh logisch. Okay, wie versprochen, erstmal die neuen Gebäude. Let's go. Wir haben eine Luftbombe erstmal. Wir machen erstmal die nicht so spannenden Sachen. Wir haben eine Riesenbombe. Okay. Es wird halt so kritisch werden, das alles zu maxen. Wie teuer sind die Mauern? Ja, entspannt. 400.000. Ich meine jetzt sowieso, die Preise früher waren eh viel höher. Ihr müsst wissen, ich spiele Clash of Clans eh schon seit 10 Jahren. Ich weiß es auch, aber wenn man es halt aufjammt, wird es halt trotzdem irrsinnig teuer, ne? Muss man halt wirklich so sagen. Let's go. Dann würde ich sagen, einmal die Kanone. Geil. Eine weitere Kanone haben wir. Wir haben einen weiteren Bogenschützenturm. Das ist auch geil. Dann haben wir... Wir haben vor allem Inferno-Türme neu. Stimmt. Das fällt mir gerade erst auf, dass es auch neu ist. Das ist natürlich eh sehr, sehr wichtig. Fällt mir gerade auf. Inferno-Turm bedeutet... wir können noch einstellen. Also, ich meine, die meisten kennen von euch Inferno-Türme aus Clash Royale. Die Dinger sind absolute Tank-Killer. Die können Tanks total wegschredden, aber in Clash of Clans können wir die so einstellen, dass wir auch Multi-Inferno als Einstellung haben. Dann können wir 5 Ziele auf einmal angreifen. Machen wir einen jetzt hier Single, den anderen dann Multi. Was wir jetzt aber sowieso brauchen, sind erstmal Ressourcen, fällt mir gerade auf. Dann würde ich sagen, machen wir mal den allerersten Angriff mit den neuen Leveln. Haben wir ein neues maximales... Was haben wir denn neues maximales Level? Wir haben höhere Packers auch. Oh ja, Packers sind interessant. Oder höhere Drachen. Dann machen wir Hawks erstmal hoch. Dann machen wir nochmal Packers zuerst. So, die Packers sind höher. Dann nutzen wir es mal außen, machen jetzt mal einfach 8 Packers. Ja, komm, übertreiben wir nicht. Sagen wir 6 Packers. Und vielleicht noch ein paar Valkyren. Die sind ja auch Nahkampf, dass sie alles wegschredden. Ich denke immer so ein bisschen mit meinen Clash Royale-Gedanken. Ich denke immer, ich muss, wenn ich auch noch viele Distanztruppen habe, muss ich auch noch Nahkampftruppen reinnehmen. Aber Clash of Clans ist ja ein bisschen anders. Da gibt es ja dann keine Sachen, die ich auskoppeln muss. Okay, Zauber.
Sprung und ein Frost. Let's go. Erstmal den Bonus sichern, dass wir damit dann die ganzen Gebäude upgraden können. Auf geht's. Wir nehmen direkt mal den ersten Gegner. Wir haben Level 6 Packer, Level 5 Valkyre und Level 35 Helden. WTF. Ein Packer, 2, 3, 4, 5, 6. Barbarenkönig. Wir sind einfach total im Spam jetzt. Ist mir völlig egal. So. Dann gibt's hier den ersten Sprungzauber. Lass die mal hier schön reingehen. Und die Valkyren nach. Es ist so crazy, Alter. Jetzt hier einen fetten Frost auf 4 Teslas. Boom. Keine Chance mehr. Wir überrennen komplett. Erster Angriff mit den neuen Leveln und direkt. Man sieht's schon, ne? Man merkt's schon. Die sind natürlich jetzt auch geboostet, also müssen erst die Forschung eigentlich nachholen so ein bisschen, aber WTF. Level 6, Level 7 Packers, die hauen ja so hart rein. Und jetzt brauchen wir vor allem den vierfachen Sterneboost für die ganzen Ressourcen, weil die sind gerade ein bisschen problematisch. Ich muss wirklich sagen, unser größtes Problem sind vor allem die Ressourcen. Das ist ein bisschen, wir kriegen jetzt 1,8 Millionen aber von beiden, das ist geil. Wir haben leider keine geilen Angebote, wo sind die schönen? Wir haben nur ein Angebot und das ohne Ressourcen bekommen fürs neue Rathaus von Clash of Clans. Da hätte ich mir noch gewünscht, dass wir so richtig fette, geile Ressourcenangebote kriegen. Schau, im Season Pass, da haben wir glaube ich nichts gekommen. Ah, da haben wir Gold, doch. Okay, 2 Millionen und gerade noch der Hinweis, wir haben im Season Pass noch Gold. Stimmt. Wir haben noch eine Rune des, ich bin ja mega los, wir haben noch eine Rune des Goldes sogar. Können wir die Lager verbessern, by the way? Nee, das müssen wir auch, haben wir noch, oh, sehr gut. Das können wir auch abholen. Das ist ja den Pass auf jeden Fall leeren. Da haben wir uns noch 17 Tage Zeit, um das zu lernen. Also alles entspannt. 1 Million nochmal, auch geil. Das ist full. 6 Millionen einfach. Das ist crazy, Alter. Wir können hier schon mal gerade ein paar Upgrades starten eigentlich. 1 Minute 36 Sekunden. Wer ist auf die Zeit gekommen? Ah, nee, die ist verringert, weil wir den Pass haben. Wir haben 25 Mauern. Das ist eigentlich auch ziemlich nice. Wobei es wieder bedeutet, dass wir ganz viele Mauern upgraden müssen. Das wird wieder ein richtiger Spaß werden. Neues Level brauchen wir auch noch eigentlich. Verteidigung, was haben wir noch neu? Bombenturm und vor allem den zweiten Inferno-Turm. Das werden wir jetzt halt schlecht direkt in Action sehen können. Wir müssen mal warten, bis uns einer angreift. Oh, wir kriegen noch 100 Gems, weil wir 15 Millionen Gold gesammelt haben. Vielleicht, wenn wir gleich offline gehen, wir haben ja kein Schild, können wir vielleicht kurz in der Folge so noch zeigen, wie der Inferno-Turm funktioniert. Ich würde ihn auf jeden Fall instant aufjammen. Ja, safe. Zack. Wir brauchen ein Layout. Das ist ganz wichtig. Erstmal Layout noch. Ich zoome jetzt einfach in meinem Base aus, weil ich jetzt ein bisschen beeilen muss. Die sieht nice aus mit so einem Sterndesign. Oh ja, das gefällt mir. Will ich mal erstmal was anderes. Und zack, jetzt habe ich ein Virus. Ich habe halt immer Angst, die Seiten machen auch so unseriöse Werbung. Speichern, sehr geil. Und damit schauen wir uns zum ersten Mal das neue Dorf an. In 3, 2, 1, go. Alter, so wird unser Rathaus 10... Hä, hey, nein! Nein, okay, so wird unser Rathaus 10 Base sicherlich nicht aussehen. Was ist das denn für ein Fail? Hilfe! Warum ist die Base... Warum... Was? Ja gut, sieht geil aus, aber ganz ehrlich, also ich will die Kanonen in Fernetüren vielleicht schon drin haben, ne? Ja, die sieht besser aus. Aktivieren. Das ist unsere neue Base. Fett. Okay, damit würde ich sagen, wir haben jetzt natürlich die ganzen neuen Gebäude, aber sie sind auf sehr niedrigen Level. Die müssen wir jetzt erstmal hochbekommen und wir können unsere Armeelager ausbauen. Das wird insane teuer werden, das werden wir auf jeden Fall machen. Aber ich würde sagen, als erstes ist ja den Bogenschützenturm. Auf geht's. Okay, Level 3. Level 4. Wir werden jetzt nicht direkt maxen, aber zumindest auf das Level bringen, was die anderen hatten. Das sind 50 Gems, 70 Gems. Und zack, damit haben wir den Bogenschützenturm schon mal direkt auf Level 10. Geht auch Level 11 auch hoch? Haben wir die anderen schon Level 11? Sekunde. Ja, okay. Dass er wenigstens auf dem gleichen Level ist. Level 11. Das hat uns allein schon wieder insane für Gold gekostet. Und die gehen auch auf Level 12 hoch, theoretisch, auf dem Level. Das ist halt vor allem crazy. Ebenfalls neu dazu bekommen haben wir diese Kanone hier. Das ist so lost, ne? Wir sehen hier einfach die alte Kanone, die hier doppelt ist und Level 11. Und die hier ist einfach Level 1. Ich würde Level 2 noch. Okay, ich würde sagen, auf geht's. Auch die Kanone einmal komplett hochziehen. 40.000 Gold. 80.000, ich glaube, jetzt ist es schon vorbei, ne? 97.000 haben wir übrig. Können wir es irgendwo reinstecken? Eine Riesenbombe. Die verbessern wir einmal und ich würde sagen, damit. Nein, 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 bitte nicht. Oh Gott, ich habe fast einen Boost-Bounce verwendet. Perfekt. Damit kommen wir jetzt hier nämlich zur Rune des Goldes. 8 Millionen Gold, die haben wir halt dringend nötig, ne? Alleine, ich meine, wie viel Upgrades wir allein am Anfang wieder brauchen. Zack. Kanone hoch, wieder hoch. Dann haben wir die Level 8, Level 9, Level 10 und Level 11. Sehr geil. Und damit ist er auch auf einem anderen Stand. Was wir auch direkt machen sollten, ist den weiteren Bombenturm leveln, würde ich sagen. Dass auch der auf dem Stand von dem anderen ist. Auf geht's. Dann würde ich sagen, starten wir auch schon mal 1,4 Millionen wieder. Ganz wichtig sind natürlich vor allem die Inferno-Türme. So, ich würde sagen, dann starten wir. Der dauert 3 Tage. WTF. 1,5 Millionen Gold haben wir noch übrig. Wir können die Sammler verbessern. Okay, das ändert alles. Die Sammler müssen wir zu 100% sofort alle verbessern. Da kommen wir einfach nicht außen rum. Das ist so, auf geht's, okay, auf geht's. Es tut es echt, wie ist der Unterschied von Level 13 zu Level 12, 5000? Der macht, ja, es sind halt 700 mehr pro Stunde, ne? Der kann auch vor allem mehr lagern, 50.000 extra. Das müssen wir, auch wenn es wirklich sehr schmerzhaft ist, wir müssen es zu 100% direkt machen. Haben wir noch was Neues im Shop eigentlich? Sekunde. Eine neue Deko, okay.
Okay, wir gehen jetzt einmal hier wirklich komplett außen rum. Es ist echt der Wahnsinn, ne? Und wenn es hier einfach auf einen Schlag alle Sammler maxen. Normalerweise ist es eine sehr langwierige Angelegenheit. Das wird normalerweise Wochen dauern, fühlt, aber hier kriegen wir es auf einen Schlag hin. Wobei, ja, ganz schaffen wir es auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, mach noch einmal das Lager voll. Komm, 8 Millionen. Ich meine, es ist die neue Radausfolge. Wir müssen jetzt hier ein bisschen auch reinpayen. Und wir müssen jetzt hier die Stufe, wir müssen, wie kann man sagen, die Basis dafür legen, dass wir auch dieses Rados natürlich im besten Fall gemaxt bekommen. So, Level 13 haben wir. Den auch Level 13. Und ich glaube, damit sind wir jetzt so ziemlich einmal außen rum gegangen. Es sollte uns damit insgesamt, ich muss kurz rechnen, 4000 Gems gekostet haben. 30 Euro für Max-Sammler. Geht eigentlich dann noch in Ordnung halbwegs. Wobei wir auch natürlich die Ressourcen immer extra Gem. Und was wir ebenso machen müssten, wären halt die Bohrer für dunkles Elixier. Hier fehlt uns sagen, es ist Elixier. Und auch die Armeelager kostet 2,4 Millionen. Das gibt's doch gar nicht. Dann lasst uns doch, würde ich sagen, erstmal hier einfach eine Forschung auf Gem. Nee, jetzt finde ich nichts anderes. Dann mache ich hier einfach den Erdbeben erstmal hoch. Was machen wir jetzt mit 1,5 Millionen Elixier? Ich finde gerade nichts, was wir machen könnten. Mauern. Wir verbessern uns einfach ein paar Mauern. Das ist meine beste Idee. Da haben wir jetzt schon mal die ersten drei. Da kann ich das ist ein bisschen günstiger pro Elixier, wenn wir jetzt hier das Elixier auffüllen. So sehen die neuen Mauern aus. Ist ein bisschen lavaartig, ne, die Mitte. Okay, und natürlich nochmal auch für die Folge einmal komplett Elixier auffüllen. Wahnsinn. Das ist so teuer, ne? Das ist ungefähr 50 Euro wieder. Aber damit können wir jetzt natürlich instant, nämlich unsere Bohrer hochziehen. Ganz, ganz, die jammen wir safe auf, ansonsten bohren die auch nicht weiter in der Zeit. Und wir haben auch einen dritten sogar, ne? Das ist insane, okay. Dann würde ich jetzt aber endlich sagen, kommen wir damit zu den Lagern. Die kosten uns nochmal unfassbarer, wie viel sind es denn? Das sind vier Stück, die kosten uns immer fast 10 Millionen. Das ist so teuer, weil die Armee wird so krank werden gleich. Wir müssen leider nochmal auffüllen. Es geht so, was? Ach so, 2500 nur. Das dunkle Elixier ist nur so teuer, ach so. Normales Elixier ist gar nicht so teuer. Okay, krass. So, zack, einmal hoch. Wir sehen auch hier den Vergleich vom alten zum neuen Armeenlager, ne? Hier rot und hier so grau eher. Das rötliche sieht echt immer ein bisschen cooler aus, finde ich. Auf geht's. Und das letzte haben wir hier. Das war teuer. Dunkle Bohrer und Armeenlager Max. Und ich würde sagen, ey, wir haben noch 7,5 Millionen Gold. Was machen wir damit? Das entscheiden wir gleich. Ich würde erstmal sagen, wir gehen damit in den Angriff rein mit Maxed Helden und dem neuen Armeenlager. Und damit gehen wir ganz klassisch rein mit Hexe und Golem, würde ich sagen. Und noch ein paar Valkyren. An Zauber nehmen wir Erdbebenzauber, würde ich sagen. Vielleicht einen Sprung und einen Wut und einen Heal. Ah, auch Trainingslevel haben wir neue, aber die können erstmal warten. Aber das auch müssen wir auf jeden Fall abholen, das ist sau viel. Und damit haben wir unseren Gegner. Ich würde sagen, wir brechen mal so hier. Geht das? Ja, let's go. Wir brechen hier die Mauern auf. Vier Erdbeben. Erdbeben reichen aus und jetzt haben wir zum ersten Mal unsere neuen Armeen, haben noch mehr Platz und haben Level 5 Golem, Level 5 Valkyrie, wir sind jetzt Level 3 Hexen, Level 35 Helden, es wird so crazy werden, auf geht's. Und jetzt haben wir die Hexen hinten dran, wir gehen hier komplett offensiv. Wir werden den so hart mit diesen neuen Leveln überrennen, ihr seht es jetzt schon hier, wenn wir jetzt hier einen Wutzauber droppen, jetzt noch hier, würde ich sagen, einfach auf der anderen Seite die Level 35 Queen rein, dann brauchen wir jetzt noch irgendwo hier richtig fett Sprungzauber, würde ich sagen, jetzt sind wir jetzt echt hier hin, dass sie da reingehen. Dann haben wir noch zweimal einen Frost auch, by the way, eigentlich auch ziemlich geil. Setzen wir hier den ersten Frost ein. Dann haben wir auch noch einen E-Drachen mal wieder drin und hier einen Magier. Es ist so insane. Passt auf. Können wir abwarten. Zünden hier den nächsten Frost. Jetzt zünden wir noch unsere Helden und das ist einfach nur komplett. Ein komplettes Überrennen. Und das ist ein Rathaus 9er. Und da merken wir halt einfach schon, wie weit wir gekommen sind. 35er Helden, alles maxed schon wieder. Von den Truppen auf jeden Fall. Und die neuen Truppen warten ja noch auf uns. Die wir mit diesem Rathaus immer neu bekommen. Was ein Loot. Sehr geil. 7000. Und der Bonus wird auch langsam höher. Trophäen, auch sehr interessantes Thema. Die sind jetzt noch nicht ganz so spannend, aber wenn wir bald von den Rathäusern immer höher kommen, werden auch die Trophäen nice. Und wir können auch immer die Armeen aufjammen und farmen auch sehr viel. Und damit sind wir Stand jetzt schon mal in Gold. Ne? Das letzte Mal gekommen und Kristall ist bei 2000. Wir sind jetzt schon bei 1670. Wenn wir wirklich mal ein bisschen farmen, könnten wir vielleicht immer in der Folge wirklich Kristall erreichen. Vielleicht in der nächsten Folge, würde ich fast sagen, ne? Ist eigentlich machbar. Okay, auf geht's. Womit werden wir das fehlende Gold nutzen? Wir haben den Inferno-Turm, der dauert 4 Tage. Dann haben wir noch einen X-Punkt, 3,2 Millionen, dauert fast 5 Tage. Hilfe, die Wartezeiten, nein. Und dann würde ich sagen, setzen wir jetzt hier nochmal 4 Mauern für das Elixier. Oder haben wir schon eine Forschung gestartet? Sekunde mal, ja, okay. Dann machen wir hier das Elixier drauf. Und den auf die suchende Luftmine und damit vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Absolut kranke Folge. In der nächsten Folge werden wir eine ganze Menge an neuen Truppen und Zaubern vom neuen Rathaus freischalten und ihr wisst, es gibt eine Menge zu tun, es wird sehr teuer werden. Deswegen danke für euren Support, lasst gerne ein Abo da für weitere Folgen zum Pay-to-Win-Account. Schaut hier noch im Abstand vorbei und haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.